Das sind die Highlights der Römerstrom Gladiators im Game Report, präsentiert von Möbel Ehrmann. Ein Wiedersehen alter Weggefährten, Andi Seifert, von 2011 bis 2014 in Trier gespielt, Nationalmannschaftscenter geworden, den Durchbruch in der Bundesliga geschafft, danach eine große Karriere, jetzt im Herbst derselben zurück mit dem Aufsteiger Münster in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga in der Arena Trier. Dylan Painter im direkten Duell mit ihm mit gutem Start für die Römerstrom Gladiators und dann ist Seifert direkt mit ungewöhnlichen Treffern zur Stelle. Der Dreier nicht gerade seine Paradedisziplin, genauso wie der weite Mittel Distanztreffer, aber in Trier, da kennt er und weiß er, wie und wo die Körbe hängen. Ausgeglichene Anfangsphase, der erste Trierer Dreier dann von Marco Hollersbacher. Die Dreierquote in den letzten Partien ja eine Problematik. Normalerweise die Römerstrom Gladiators da das beste Team der Liga, aber bei den Niederlagen gegen Gießen und Vechta wollte der Distanzwurf nicht fallen. Ganz anders aber bei Dylan Painter, der ein unfassbares erstes Viertel gegen einen der besten Center der Liga, gegen Andi Seifert, spielt. Painter macht er 10 seiner insgesamt 11 Punkte und trifft auch die schwierigen Dinge. Aber die Gäste, die sind gut drin in der Partie und können hier durch Turay auch das erste spektakuläre Highlight setzen. Schöner Fastbreak, schöner Dunk. Die Antwort dann aber ebenso mit Autorität gefinisht vom zuletzt so starken Till Isemann. Der Abschluss des ersten Viertels ist diese spektakuläre Defensivszene. Dan Monteroso sorgt dafür, dass es aus Trierer Sicht nur mit einem 3-Punkte-Rückstand ins zweite Viertel geht. Da kommt dann Travis Daniels so langsam in Fahrt. Genau wie Wenzel mit guten Impulsen, der erfolgreiche Dreier vom Point Guard, der natürlich wie so oft von der Bank dann auch wichtige Impulse bringen kann. Aber was willst du machen gegen die Cleverness von Andi Seifert? Weil auch immer in diesem Spiel seine Mannschaft ihn brauchte, geht er vorne weg. 25 Punkte, 8 Rebounds, mit Abstand der stärkste Spieler an diesem Abend. Travis Daniels mit der Antwort. Und so auch zum Ende des zweiten Viertels ein ausgeglichenes Spiel. Der Dreier von Grün, die Römerstrom Gladiators, nochmal mit der Antwort. Eine 1-Punkte-Führung für Münster zur Halbzeitpause. Isemann erneut mit den Punkten. Und dann Andi Seifert, haben Sie das gesehen? Der Handwechsel in der Luft hat sich ein und andere Mal auch bei den Schiedsrichtern beschwert. Wenige Pfiffe hat er da bekommen. Isemann mit der Antwort. Spannendes Duell auf der Center-Position. 18 Punkte, 4 Rebounds für Isemann. Er ist Trierer Topscorer und dann auch in der Defensive hier mit dem Block zur Stelle. Parker Van Dijk mit dem, was er eigentlich am besten kann. Dreier treffen, auch in dieser Partie. Naja, nur 1 von 6, ungewöhnlich schwach aus der Distanz. Ganz anders Andi Seifert. Immer wieder seine starken Fakes und Bewegungen aus dem Post-Up. Dies ist kaum zu verteidigen. Hier wunderschön in Szene gesetzt und so punkten die Münsteraner munter weiter und sorgen für ein spannendes, ein ausgeglichenes Basketballspiel. Bereits 10 hier für 3, nur 6 Punkte, 5 Assists von ihm in der Partie. Der offensive Motor bei den Guards passt nicht, da müssen ja eigentlich die Großen vorangehen, aber bitte nicht 11 Sekunden, wenn man ausspielen kann, am Ende eines Viertels so einen Wurf nehmen, Travis Daniels. Das ist, sorry, ziemlich blöd. Und so haben die Gäste nochmal den Ball und kommen tatsächlich mit diesem Abschluss nochmal auf einen Punkt vor dem letzten Viertel ran. Rein also ins entscheidende letzte Viertel. Jetzt muss die Defensive stehen, der Block erneut von Till Isemann. Aber die Gäste immer wieder clever aus dem Pick and Roll, kreieren die Guards auch selber mit den Floatern. Peterson immer wieder mit diesen Aktionen erfolgreich. Dann Dan Monteroso für 3, wenig zu sehen bis dahin von ihm. Aber er ist ja auch so ein Spieler, der vor allen Dingen im letzten Viertel das Heft in die Hand nimmt. Aber Andi Seifert, der kann eben nicht nur selber abschließen, sondern auch sehr, sehr gut seine Mitspieler in Szene setzen. Isemann, boah, der ist schwer, der ist tough mit Ablauf der Shotclock. Jetzt brauchst du Big Plays. Isemann geht als Topscorer voran, 18 Punkte. Ich hab's gesagt, für ihn erneut in dieser Partie. Aber die kleinen, quirligen Guards gewinnen tatsächlich gegen die vermeintlichen Stars aus Trier das Guard-Duell. Jasper Günther mit den Punkten, trotz des Fouls, mit den Emotionen. Und spätestens da war klar, das wird ein Thriller in der Arena Trier. Till Isemann, der Mann der letzten Szenen. Wunderbar, hier der Ausgleich kurz vor Schluss. 79 beide, der Assist von Zeb auf Isemann. Und dann, wer
sollte sonst ausgerechnet als Andy Seifert an der Linie stehen und beide Dinger treffen. Was für ein Spiel von ihm zurück in Trier. Die Gladiators mit der letzten Chance. Zeb gegen Seifert, der verteidigt das gut. Da kommt die Hilfe und Painter ist zu spät dran, kann nicht mehr verwandeln. Kein Foulpfiff, das war's. Die Überraschung ist perfekt. Der Aufsteiger Münster schlägt Trier nach spannendem Spiel mit 81 zu 79 durchaus verdient. Hängende Köpfe bei den Römerstrom Gladiators. Pascal Heinrichs. Ja, das war ja, sehr ärgerlich. Ja, es ist genau das, was uns die letzten drei Spiele das Spiel gekostet hat. Oder zumindest eine Chance. Das ist extrem scheiße, weil wir sprechen drüber. Trainieren es eigentlich auch, aber in kurzer Zeit ist immer schwierig. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall nächste Woche daran arbeiten. Und da müssen wir ganz klare Reaktion zeigen. Gemeint das Rebound-Duell, das mit 40 zu 28 und allein 12 Offensiv-Rebounds an die Gäste aus Münster gegangen ist. Tja, Rebounding ist auch Einstellungssache. Sind wir also gespannt, wie die Mannschaft reagiert. Jetzt erstmal in Dresden und dann beim nächsten Heimspiel sehen wir uns am 12. Februar, Sprung bei 17 Uhr gegen die starken Gießener. We'll be right back.